Start zum 9. Formel-1-Weltmeisterschaftslauf dieser Saison, den großen Preis von Österreich auf dem Österreichring bei Zeltweg in der Steiermark. In der ersten Startreihe rechts im Bild der trainingsschnellste und führende in der Weltmeisterschaftswertung, Emerson Fittipaldi, Brasilien, mit seinem schwarzen Lotus Ford. Mit der Startnummer 31, neben ihm war der Schweizer Ferrari-Pilot Pierre Gazzoni. Aber den besten Start bei einem Bilderbuchstart erwischte Weltmeister Jackie Stewart, der erstmals mit dem neuen Tyrrell 005 ein Weltmeisterschaftsrennen aufnimmt. Er schießt aus der zweiten Reihe an die Spitze des Feldes. Es führt also Jackie Stewart mit der Startnummer 1, der Weltmeister, auf Tyrrell vor dem Ferrari, gesteuert von Pierre Gazzoni mit Nummer 19 und dann Emerson Fittipaldi auf seinen Lotus mit Nummer 31. 15.000 PS dröhnen jetzt auf dem Österreichring. 25 Boliden sind unterwegs. 54 Runden müssen gefahren werden. Das sind 319 Kilometer und 200 Meter. Der Grand Prix von Österreich ist fahrtechnisch einer der schwersten Grand Prix. Zusätzliche Attribute waren heute brütende, fast unerträgliche Hitze, die Fahrern und Maschinen ungeheuer zusetzte, und eine Rekordzuschauerzahl von 150.000. Das sind Szenen aus der ersten Runde. Der einzige Österreicher, Niki Lauda, zurzeit an drittletzter Stelle. Erstmals beim Sprunghügel, Stewart, Regazzoni, Fittipaldi, Danny Halm, Ronnie Patterson. Stewart dokumentiert vom Start weg seinen Siegeswillen. 16 Punkte liegt er hinter Fittipaldi. Der Schotte muss gewinnen, wenn er in der Weltmeisterschaft noch mitplaudern will. Und während der ersten 10 Runden kann Stewart seinen Vorsprung klar halten, manchmal sogar um wenige Sekundenbruchteile ausbauen. Dann bekommt der Schotte den pechschwarzen Lotus von Fittipaldi immer größer in den Rückspiegel. Der Brasilianer hat Regazzoni schon überholt und ist jetzt an zweiter Stelle. Stewart und Fittipaldi liefern einander eine harte Schlacht an der Spitze. Die beiden Führenden des Weltmeisterschaftsklassements führen hier im Zeltweg. Vorne der Weltmeister Jackie Stewart, dahinter Fittipaldi. Das rechte Vorderrad des Weltmeisters hat ein bisschen blockiert. Noch liegt Stewart vorne, noch kann der Brasilianer nicht ganz an den Weltmeister heran. Ja, es gab aber auch viele Ausfälle heute. 13 scheint für Ferrari eine Unglückszahl zu sein, denn an diesem 13. August fallen beide Ferraris aus. Hier haben wir aber noch die beiden Führenden, Jackie Stewart und Emerson Fittipaldi. Fittipaldi, der sein Trainingsauto benutzt, da er Schwierigkeiten mit seinem Rennauto mit der Straßenlage hat. Er jagt den Weltmeister, der gewinnen muss. Und hier Pierre Gazzoni, der Ferrari-Pilot Nummer 2. Und ganz wenig später erwischt es auch dann Chucky X, die Nummer 1 im Ferrari-Stall. Und 50.000 Italiener, die nach Zeltweg gekommen sind, um einen Ferrari-Triumph mitzuerleben, trauern mit diesen beiden Piloten. Es ist nichts geworden. Das ist Chucky X. Die Hitze setzt den Boliden unerhört zu. Nach einem Drittel des Rennens haben schon mehr als ein Drittel der Piloten einen Boxenstopp hinter sich. Und das ist die Nummer 4 der Österreicher, Niki Lauda, in seinem March 722G. Der Wiener war in der 11. Reihe gestartet, sah wieder mal eine Zielflagge und wurde dann guter Zehnter. Niki Lauda, der in den letzten Wochen und Monaten das Pech gepachtet zu haben scheint. Und während es hier so aussieht, als suche Mike Beutler einen Parkplatz, tut sich an der Spitze Entscheidendes. Es ist ungefähr die Hälfte des Rennens, die Runde 26. Da übernimmt Emerson Fittipaldi die Spitze. Stewart muss ihn passieren lassen.
Wir sehen uns die Szene jetzt an. Der schwarze Wagen, das ist Emerson Fittipaldi. Er überrundet den Italiener De Adamic. Emerson Fittipaldi an der Spitze. Dann Jackie Stewart und ganz knapp dahinter bereits der Neuseeländer Denny Halm mit Matt Lanford, Start Nummer 12. Wie gesagt, der zweite Wagen hier ist nicht zu zählen. Er ist bereits aus dem Rennen, das heißt, er ist überrundet. Ja, der Führende in der Weltmeisterschaftsgesamtwertung, Emerson Fittipaldi, führt nun auch in Zeltweg. Stewart, der Schwierigkeiten mit seinem neuen Tyrrell 005 hat, muss in der Folge auch Denny Halm passieren lassen. Der Weltmeister wird weiters vom Kosmetikmillionär Peter Revson, vom ehemaligen Motorradweltmeister Mike Halewood, von Chris Ammon und vom Neuseeländer Howden Ganley überholt. Rang 7, also keinen Weltmeisterschaftspunkt für den Schotten Jackie Stewart, gab es heute in Zeltweg. Und an der Spitze kommt es nun zum dramatischen Führungsduell zwischen Emerson Fittipaldi mit Startnummer 31 und dem McLaren von Denny Halm. Er hat die Startnummer 12. Das ist die letzte Runde. Der McLaren von Denny Halm verfolgt den schwarzen Lotus von Fittipaldi. Denny Halm hat in diesem Rennen den Rundenrekord auf 1 Minute 38,32 Sekunden gedrückt. Das bedeutet einen Schnitt von 216,4 km/h. Die letzte Runde, vorne der schwarze Lotus von Fittipaldi, dahinter der weiße McLaren Denny Halms. Der 25-jährige Emerson Fittipaldi, ein Senkrechtstarter in der Vollgasbranche, wird nicht mehr einzuholen sein, so sieht es hier aus. Bei einem Sieg wird er sein Punktekonto auf 52 Zähler erhöhen. Die beiden Spitzenreiter auf den letzten Metern. Es führt Emerson Fittipaldi vor Denny Halm. Sollte Fittipaldi gewinnen, würde das der vierte Lotus-Sieg in dieser Saison sein. Und nun ist ihm der Sieg kaum noch zu entreißen. Emerson Fittipaldi, das letzte Mal auf dem Sprunghügel. Jochen-Rindt-Kurve und in einer Stunde 29 Minuten 16,6 Sekunden gewinnt der Brasilianer Emerson Fittipaldi den großen Preis von Österreich auf dem Österreichring in Zeltweg. Zweiter ist Denny Halm auf McLaren, dritter Peter Revson auf McLaren, vierter Mike Halewood auf Surtees, fünfter Chris Ammon Neuseeland auf Matra, sechsten Howden Ganley BRM. Diese sechs Leute bekommen Weltmeisterschaftspunkte und hier wird der Sieger stürmisch gefeiert. Niki Lauda wird übrigens guter Zehnter. Hier ist ein falscher Zehnterplatz eingetragen. Zehnter, also Niki Lauda. Und in der Weltmeisterschaftsgesamtwertung führt Fittipaldi mit 52 Punkten. Wie gesagt, 52 Punkte für Fittipaldi. Und Jackie Stewart und Denny Halm mit je 27 Punkten haben nur noch theoretische Titelchancen. Vierter ist Shaggy X mit 25 Punkten, der ja, wie Sie gesehen haben, heute ausgefallen ist. Ein großer Tag für Lotus, ein großer Tag für Emerson Fittipaldi. Er wird wahrscheinlich Weltmeister. Der Brasilianer Emerson Fittipaldi mit dem Lotus-Chef Colin Chapman.